Ja, hallo, mein Name ist Leo Schäfer, bin 1954 in Passau geboren, dann nach circa 10 Jahren in Deggendorf aufgewachsen und wurde später dann pädagogischer Assistent, später Förderlehrer an der Hauptschule Olching. Im Jahr 2002 bin ich wieder nach Deggendorf zurückgekommen und wohne seitdem im Haus meiner Eltern. Zum künstlerischen Werdegang. Seit 1977 war ich Mitglied der Olchinger Gruppe Form, Licht, Farbe. Im Jahre 1980 Gründungsmitglied der Olchinger Künstlergruppe Sepia, die auf Druckgrafik spezialisiert war. Und war dort Vorsitzender von Sepia von 1986 bis 2002. Es ergab sich dann eine Künstlerpartnerschaft Olching-Tuchla, eine Stadt in Polen. Dabei habe ich dann viele deutsch-polnische Plenärs mitorganisiert. Und im Jahr 2002 kehrte ich wieder nach Deggendorf zurück und bin seit 2005 aktives Mitglied im Kunstverein Deggendorf. Dort war ich Kurator von 2006 bis 2014 und im Jahr 2017 wurde ich Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler BBK Niederbayern. Zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen von Sepia, alle Ausstellungen von Sepia im In- und Ausland bis 2008. Es würde den Rahmen sprengen, alles aufzuzählen. Dann gab es Einladungen zu Ausstellungen in Karlsfeld bei Münchensee am See, 86 sowie 87. Etliche Teilnahmen am Kunstpreis des Landkreises Fürstenfeldbruck und dort nominiert in den Jahren 85, 87, 89, 95 und 1999. Ja, Einzelausstellungen 2008, Galerie Preisinger in Kreising mit dem Titel Querschnitt, 2016, Kapuzinerstadel Deggendorf, eine größere Retrospektive und viele gemeinsame Ausstellungen mit meiner Lebensgefährtin Marianne Ammann. Zahlreiche Malreisen und zwei Dinge, auf die ich noch hinweisen möchte. Einmal ein Beitrag bei Donau TV unter dem Titel Kunstwerker Leo Schäfer im Jahre 2006 sowie von Teleregional Passau die Ausstellung Leo Schäfer Drucksache im Kapuzinerstadel war im Jahr 2016. Mein künstlerisches Schaffen umfasst die Arbeitsbereiche Zeichnung, Radierung, Malerei, Holzschnitt, Plastiken, Objekte und auch Installationen.